Hallo, herzlich willkommen. Hier ist die das Trading Card Castle. Heute gibt es was ganz Neues. Und zwar das Invasion Vengeance Display. Das ist ja am Donnerstag rausgekommen. Ich habe es Gott sei Dank schon schnell bekommen. Sind ja ein paar schöne Karten drin, Secrets. Diese Kröte, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie krötelig heißt die, so und so. Ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Eine Super Rare Karte ist auch noch drin. Topf der. Wie heißt sie nochmal, Daniel? Gewinnsucht. Topf der Gewinnsucht. Ja, Daniel ist auch in der Nähe. Und Sucht ist gerade dabei, ein paar Karten wieder zu sortieren, die er neu bekommen hat. Also auch eher immer wieder neue Karten am Start. Ja, ich denke, wir legen einfach mal los. Wie immer 24 Booster, 9 Karten pro Booster. In den neuen Geschichten ist ja immer eine Polo drin in jedem. Wir hoffen natürlich auf wirklich starke Secrets, sind ja hoffentlich 2 drin. Und auch vielleicht ein paar schöne Super Rares. Da ist auch noch irgendwie eine ganz tolle Fallenkarte drin, wenn ich mich richtig erinnere. Weiß ich aber auch jetzt nicht. Dann weißt du, wie die heißt nochmal? Dimensionsbarriere. Ah ja, genau, Dimensionsbarriere. Sieht auch super nice aus. Vielleicht haben wir ja Glück und finden die. Gut, also Display zeige ich mal, sieht so aus. In grün ist ja immer über das Jahr, aber die Abstufungen sind ja die Displays immer in derselben Färbung. Gut, klappen wir mal auf. Da sind wir wieder schön, ganz neue Karten. Ein ganz neues Display zu öffnen, neue Karten in der Hand zu halten. Die Kürzung, die Kürzel ist auch INOV, also INOV. Und ja, wir legen einfach mal los mit dem ersten. Versuch irgendwie die Holos so zu legen, dass ihr im ganzen Video sieht. Und zeige euch auch natürlich die Commons. So. Ein Psi-Hüllenbeschleuniger. Christ-Drohnen-Zugang. Sieht schön aus. Ein Cypher-Spiegelritter. Paläozoischer Eldonia. Dann in Rare. Spioralmission Sturmangriff. Und erste Super Rare, ein Cyberengel Fresh. Eine Ritualmonsterkarte, wie ihr seht. So, die rein. So, dann kommt ein Christron Rosnix. Ein Künstlerkumpel Robbenaal, also auch Künstlerkumpelkarten drin, und ein Christron Einschlag. So, die erste Falle, ein Blumenstapeln. Falle. Kappes Zauber. Christron. Tüstwern, Kaolinschleim Junior, nützig. Dann in Rare ein Blumen, Kartian, Wildschwein, Rehterling. Wildschwein, Rehterling, wirklich mit H. Okay. So, dann ein Ultra, Metallfose Mitrilium. Ich glaube, die ist ziemlich nice. Metallfose sind ja momentan auch wieder, also es ist auch ein Deck, das sehr viel gespielt wird. Dann ein Chemiewesen Oxyox, A-Zellen-Rekombinationsgerät, Cypher Zwillingsraptor und ein fantastisches Pendel. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie die Karten braucht, haben wollt, die ganzen Infos seht ihr ja überall in meinem Video, unterm Video, auf YouTube, in meinem eBay-Shop könnt ihr sie kaufen, wie ihr wollt. So, Selt-Metallfose-Wismu-Rüstung, also auch eine Metallfose-Karte.
Ein genähter Dino. Ein Seifer-Bit. Blumenkatzian, Ahorn mit Reh. So werden die auch nochmal supported. Weltall Dragster. Sieht nice aus. In Rare. Und in Super Rare ein paläozoischer Opabinia. Sieht aus wie so ein Mischung aus Tausendfüßler und Skorpion. Ich einfach mal hier drauf. So, dann haben wir wieder ein Hydron Hawk Chemiewesen und ein paläozoischer Leschoilia und ein Blumenkatzian Pfingstrose mit Schmetterlingen. Polychemiewesen Hydragon. Raubpflanze Tintentau. Doki Doki. Ja, Doki Doki. So, die sieht ja nice aus. In Rare. Rotäugiger Einblick. Die gefällt mir jetzt sehr gut. Und in Super Rare Synchro des Königs. Mare Mare. Rosenix, die hatten wir schon. Und Schummeln verboten. Auch witzig die gerade. Und ein Einschlag nochmal. Noch ein Künstlerkumpel, und zwar Kettengiraffe. Psi-Hüllenbeschleuniger. Paläozoischer Marellia oder Marella. Tristron Präsiüte. Ein Rare Polychemiewesen Dioxorgre. Dioxogre. Okre. Dioxogre. Ah, yeah. Lesen müsste man können. So, da haben wir ihn schon. Topf der Gewinnsucht. Sieht irgendwie sehr witzig aus. Schön. Dann ein Künstlerkumpel Robbenaal nochmal. Christron Smieger. Es sind sehr viele Christron-Karten drin. Chemiewesen Oxyox, das hatten wir schon. Nochmal Blumenstapeln. Quarantäne. Dann. Bitte, Daniel? Quarantäne ist Shortprint. Shortprint? Daniel sagt gerade, das ist eine Shortprint. Ja, Daniel hat die Sachen alle im Kopf. Legen wir auch mal hier hin. Nochmal ein Ahorn mit Reh. Ein Sternzeichenkundler Gewitter in Rare. Und in Super Rare Vollmetallfose Fusion. Dann ein Psi-Hüllen Multithreader. Ein Seifer Zwillingsraub, den hat man glaube ich schon. Raubpflanze, Aalkannenpflanze und ein fantastisches Pendel. Nochmal ein Kraulitschleim Junior. Feuerritter vereinigt. Tristron. Der hat noch schon Segen des Kobolds. In Rare ein normales Monster, Drachenkernhexerin. Die hat auch was, finde ich. Und in Super Rare Christron Ametrix. Sieht auch cool aus. Dann ein Kraulin Kampf. Doppelseifer. Und nochmal ein Hydrohawk. Noch keine Secret. Bin schon sehr gespannt. Christron Zugang, ich meine, die hätten wir schon gehabt. Das Reh. Ein Beschwörungstor. Cypher Bit. In Rare Aromaseraphie Rosmarin. In Super Rare Synchro des Königs, die hatten wir ja schon.
So, weiter geht's mit Cypher Zwillingsraptor, Fantastisches Pendel und Raubpflanze Arkanpflanze. Chemiewesen Caprocrab. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Nochmal ein Junior, Sieben Beschleuniger, ein Rare. Säbelreflexion, dann eine Ultra Rare, Unterterror Behemus Ultra Marfus. Ja, da hat sich auch jemand wieder super Namen einfallen lassen. Kraulien Kampf, Palizurischer Lenkoila, Christron Smiger und Christolisches Potenzial. Boah, glaube ich auch noch nicht. Feuerritter vereinigt, Künstlerkumpel ausgeflipptes Niempferd, Mariella, Segen des Kobolds, dann in Rare Unterterror Behemus Grabung und in Super Rare nochmal ein Opabinia, den hatten wir ja schon. Dann eine Geschenkkarte, könnte ich mir vorstellen, der Daniel sagt gerade, ist auch eine Shortprint. Sieht so ähnlich aus wie der Geschenke-Gutschein damals aus TEV. Schau mal hier hin. Blumen, Kazian, Schmetterling hatten wir schon, die hatten wir noch nicht. Aroma, Seraphie, Engelwurz. Schmuckkästchen der Pandora. Künstlerkumpel Kettengrab, die hatten wir schon, den Karo-Krab hatten wir auch schon, dann neuer Künstlerkumpel Leinekatze und in Super Rare nochmal den Cyber Angel Fresh, auch zum zweiten Mal. A-Zellen, Regenerationsgerät haben wir schon, den Smiga hatten wir schon, Doppelcypher hatten wir glaube ich noch nicht und Mara Mara hatten wir auch schon. Das 12. also haben wir die Hälfte gleich. Tintentau hatten wir schon. Das ausgeflippte Niefeld hatten wir schon. Das Ahamedri hatten wir schon. Segen des Kobolds hatten wir schon. Dann in Rare Polychemiewesen Okre, den hatten wir auch schon. In Super Rare Spiroal Generalplan. Cypher Zwillingsraptor hatten wir schon. Den Robbenaal hatten wir schon. Und A-Zellen Rekombinationsgerät hatten wir auch schon. Der Dino, den hat man noch nicht. Paläozoischer Eldonia, oder hat man den schon? Tintentau, dann in Rare nochmal den Wildschwein Retelling und in Ultra Rare den Denglong Erster der Yangtzing. Also auch wieder eine Supportkarte für die Yangtzing-Geschichte. Auch schön. Ein Paläozoischer Lenkoila, Engelwurz, Christian Einschlag. Und ein Psychohyllen-Multi-Reader. Ein Nilpferd. Schmuckkästchen der Pandora. Feuerritter vereinigt. Selmetallfose Wismu-Rüstung. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Dann ein Rare Sternzeichenkundler Gewitter. Ich meine, den hätten wir schon. Ja, genau. Ein Super Rare Vola Chemiewesen Metitrago. Huntauer, den hatten wir auch noch nicht. Nochmal Schummeln verboten. Und nochmal die Arkanpflanze. Das Fispel lässt mit den Secrets wirklich auf sich warten. Ein Spiegelritter, den hatten wir schon. Tristron Tystwern hatten wir auch schon. Segen des Kobolds. Weltall Drax hatten wir auch schon. Ein Super Rare Rangsteigerungszauber Start für die Phantomritter, also eine Phantomritter-Supportkarte. Auch hier drauf. Kraulienkampf. Blumenkatzian Klee mit Wildschwein. Hatten wir noch nicht. Palliazoischer Dinomischuss.
Und Christolisches Potenzial, den hatten wir auch schon. So, Hydragon hatten wir schon, Blumenstapel hatten wir schon, Elonia hatten wir schon, Brasiöter hatten wir schon, da ist eine Rare Charmante Resort Angestellte. Und die erste Secret, ein Hungergift-Fusionsdrache. Super. Das ist es, glaube ich, sogar, das ist sie, genau, das ist die Karte, die auch auf dem Display drauf ist. Schön. Die legen wir mal dahin. Rosenix, Engelwurz und Rock. Spiegelritter, Doki Doki. Quarantäne, zweimal. Okay. Dann ein 9 Säulen von Yangqing, also auch noch eine Yangqing-Karte. Und eine Unterterror-Behemoth Stygokrake in Super Rare. Mara Mara. Schummel verboten. Schmetterling und. Jo. Die Trailer. Christron Tystvern. Dino. Carbo Grab in Rare, Säbel, Reflexion, die hatten wir schon. Und zum dritten Mal den Opabinia, Hydrohawk, Rosenix, Doppelseifer und Potenzial. Feuerritter vereinigt, Eldonia, Blumenstapeln, Doki Doki. Die Laune Katze, die hatten wir auch schon. Ein Wola Chemiewesen Hydro-Drago, den hatten wir auch schon. Ein Super Rare. Dynamischuss. Wildschwein und ein fantastisches Pendel. Ich mache jetzt ein bisschen flotter, wie ihr seht. Zugang. Präsiöte. Steintau. Ende der Kliebe. Das ist auch eine Clifford-Karte. Ein Rare. Und in Ultra. Christron Citri. Okay. Die vierte Ultra. Christron Einschlag. Pinksrosen Schmetterling. Verboten. Oxyox. Beschwörungstor. Mariella. Hydragon. Tystvern. Nochmal den Dragster. Nochmal den Rangsteigungszauber. Start für die Phantomritter. Zum zweiten Mal jetzt. Kampf, Artzellen, Rekognition und wieder. Drei Stück. Ich hoffe mal noch, dass die letzte Secret gleich kommt. Blumenstapeln, Beschwörungstor, Nilpferd. Nochmal die Launekatze. Christron Quan in Super Rare. Doppelseifer, Dino-Schuss, Arkan-Pflanze und. Märchenschweif Schläfer, das ist bestimmt auch Shortprint. Ja. Nehme ich auch mal hier drauf. Psyhöhlenbeschleuniger, Tintentau, Giraffe, superstarker Samurai Ninja Sarutobi. Sarutobi ist witzig. Und nochmal den Fresh zum dritten Mal. Multitrader, Rosenix, Smiga, Oxyox. So, letztes Booster. Ich hoffe doch mal stark, dass da die letzte, also die zweite Secret drin ist. Christron Zugang, Doki Doki, Spiegelritter, Bit. Nochmal der Einblick. Nee, leider nicht. Unter Terror Behemoth, Stygokrake. Nochmal eine Geschenkekarte. Palizolischer Dimoschuss und Hund Tower. Okay, leider nur eine Secret drin, dafür vier Ultras und einmal Topf der Gewinnsucht und fünfmal Schwarzprinz. Hier nochmal die Secret, Hungergift Fusionsdrache. Schön aus. Jo, das war's. Ich muss echt draufhalten.
schaut euch an, schaut euch meine anderen Videos an. Ich wünsche euch noch was. Bis demnächst. Vielen Dank. Ciao.